So, liebe Leute, welcome back, da sind wir. Und zwar, ich glaube Malaysia, ich weiß es gar nicht genau, wo wir sind. Ah, ist das peinlich. Naja, wir gucken mal. Marina Bay im Herzen Singapurs. Singapur sind wir. Zur bevorstehenden Trainingssession macht das keine Leben Ahnung, für die Teams bestimmt schwieriger, als sie es erwartet und erhofft hätten. Na, war doch klar, Singapur, sieht man doch. Jo, schön Regen, alles klar, können wir gleich die Streckenakklimatisierung machen, würde ich sagen, bei Regen. Das wird sich wahrscheinlich auch gar nicht hier groß ändern, oder? Von der Zeit. Na komm, wir probieren es mal. Wir gehen mal an den zweiten Trainingstag. Wir gehen mal an den zweiten Trainingstag und gucken mal, was da drin ist. Training schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein bisschen klareres Wetter, ne? Also wenn wir schon 3 Trainingstage haben, können wir die schon versuchen zu nutzen. So, auf geht's. Das sieht ja schon ein bisschen besser aus draußen. Auf geht's. Training 2, aber alles nachts, ne? Es regnet wieder. Okay. Ja, es ist ja sowieso an einem Tag, ne? Training 1 und 2. Okay, jetzt mache ich mal zumindest die Streckenakklimatisierung. Die bringe ich mal zumindest auf die Kette. Ist ja eh nicht so eine schnelle Strecke. Aber da muss ich aufpassen. So, jetzt sind wir schon gefahren, des Öfteren im Livestream, aber ich bin es nie zu Ende gefahren. Hat vorher mal gecrashed bei mir. Und bei dem Wetter. Ach du Scheiße. Ich meine, das wäre alles kein Problem. Ohne Bremshilfe ist es aber wirklich schwierig, finde ich. Also mit habe ich die Regenrennen noch ein bisschen souveräner gestalten können, aber. Aber ohne ist das richtig schwer, finde ich. Oh, super. Ich doch. War zu schnell, ne? Das wird ein heißer. Oh Gott, wie viele Tore es hier gibt im Vergleich zu Monza. Oh, Batsch. Okay. Zurück in die Garage. Ich bin durchgerutscht. Konnte gar nicht mehr bremsen. Aquaplaning, sag ich mal. Ich versuche alles. Ich gucke mir den dritten Trainingstag an. Und dann versuche ich alles da zu machen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns Mist. Etwas Zeit gekostet. Ja, wir gucken uns das mal am dritten Tag an, was da kommt. Ansonsten, wenn wieder Regen ist, kann ich mich eh drauf eingrooven. Und sonst groove ich mich erstmal auf die Strecke vielleicht im Trockenen ein, wenn dann am Samstag trocken ist. Das sieht ja besser aus, guck mal. Ja. Oh, komm jetzt. Jetzt funktioniert wahrscheinlich auch dann das Bremssystem. Ja, ist trocken. Okay, schnell Streckenakklimatisierung. Boah, das wird aber eine richtig lustige Runde, glaube ich. Oder ein lustiges Wochenende in der Summe. Okay. Ja. Kann man auch mal ein bisschen bremsen hier. Bin das schon ganz gut gefahren mal zeittechnisch, aber es ist halt wieder so Stadtkurs, ne? Es ist halt wirklich eng. Mal gucken, wie ich mich da schlag gegenüber der KI. So, jetzt hier. Also schnell ist es nicht, aber es muss es ja nicht sein bei der Akklimatisierung. Also nicht furchtbar schnell. Ja, wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Ich bin da zu spät rein. Also ich bin zu spät nach außen gerückt. Ah, vielleicht kann man sich hier ein bisschen eingrooven und findet mal für sich so einen Weg. Kann man sagen, was man will, aber ich glaube, als Stadtkurs ist, glaube ich, Baku dann noch der geilste, ne? Also den man auch wirklich gut fahren kann. So, Trinkzielkurven. Was hintereinander oder irgendwas hat er von mir gewollt? Boah, es ist eng hier. Wollt ihr mich verkackeiern? Ja, nur grün, ja. Weil ich zu langsam bin. Der Abstand zwischen den beiden Kurven oder den beiden Toren war zu groß. Oh,
Okay. Boah, noch grün. Krass. Das ist schwer. Boah, ich wieder zu lange, habt ihr gesehen? Viel zu viel gebremst, ey. Fuck. So, hier, hier. Hier, das haben wir ja schon in der Einführungsrunde gemacht. Und jetzt geht's los. Das war gar nicht so schlecht in der Summe. Das sieht gut aus. Versuchen ja. Wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Saubere Runde, sagt er. Okay. Ich probiere alles, Jungs. Ich probiere alles. Hier muss ich weiter außen hin. So, okay. Nicht so schnell. Sehr schön. Sehr gut. Und hier rum. Oh, es läuft wirklich gut gerade. Jetzt aber nicht zu laut schreien, ansonsten verkackt man es wieder. Puh, weiß nicht, zeittechnisch ist das hier nichts, oder? Aber egal, darum geht's ja nicht. Da war eine grüne dabei. Oh, ich wollte mal richtig perfekt fahren. Schade. Scheiße. Ach, halt den Mund. Halt den Mund. Brauche ich hier nicht, Frontflügel. Vollkommen überbewertet. Ich kann mir die Strecke gar nicht merken, Leute. Muss ich echt sagen, ich bin total überfordert. Da ist Monster natürlich ein Genuss dagegen, ne? Was die Kurven angeht. Okay. Alter, wie viele Tore das sind, das ist total krank. Ja, wieder eins verkackt. Das war jetzt die zweite. Das ist die letzte Runde des Programms. Gottes Willen. Sehr gut. Weiter, weiter. Jetzt hier schön außen. Ach, leck mir den Arsch. Der mich überholt. Guck mal, wie der mich einholt. Ich bin zu langsam, aber egal. Ist mir doch egal. Hau ab. Ah, wegen dir, Arsch jetzt. Wenn der dazu macht. Ich glaube, hier hole ich nichts vom Fett hier bei der Geschichte. Also zeittechnisch. Ich kann mir die Strecke auch überhaupt nicht merken. Irgendwie, weiß nicht. So ein paar Ecken ja, aber in der Summe nicht. Hier. Warte, jetzt ist er ab. Jetzt ist er ganz ab. Shit. Alle Bottas, ey. Was will der? Lass mich jetzt in Ruhe hier, Mann. Das ist schwer. Oh, ist das eine widerliche Strecke. Ich habe keine Ahnung, was wir hier rausholen, Kinders. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Ich meine, das habe ich jetzt zumindest abgeschlossen, die Geschichte. Das ist in Ordnung. Alles klar. Aber ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box. Hat er mich rausgeknallt. War der sauer. War der sauer. Oh, sein Glück. So. Jetzt machen wir noch das Qualifying-Tempo. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Aber abgeschlossen. Perfekt war es nicht, aber abgeschlossen. Ja, das wird's machen. Zumindest ein bisschen Punkte, ne, für unser Auto, dass wir da ein bisschen was aufbocken können. Gucken wir mal, ob wir jetzt
eine Qualifying-Zeit rausknallen. Boah, das wird echt schwer. Ah, mit Ultrasoften fahren wir hier sogar. Hallo. Wir sind hinter mir, ich lass mal vorbei. Markus, jetzt auf P4. Ich lass die mal vorbeifahren, damit ich mal richtig peitschen kann, ohne dass ich einen hinter mir hab oder vor mir. So. Gucken wir doch mal. So. Wir gucken mal, ob ich es hinkriege. Dann kann ich ja die Zielzeit sogar übertreffen. Also perfekt vielleicht. Ne? Du willst dir auch die Bremspunkte merken, wann du bremsen sollst hier. Ne? Das ist ja echt nicht einfach, weil es auch so eng ist. Unnötig, ne? Da gibt es ja eine Ecke, da habe ich mir jedes Mal den Flügel angestoßen. War aber nicht die eben. Sondern da gibt es noch eine andere irgendwo. Hier. Das ist die. Richtig bitter. Langsam. Irgendwo habe ich eben jetzt fast eine Sekunde. Ich hatte ja 14 plus und dann wieder minus. Krass. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Ich war gar nicht so schlecht, aber bis zu der einen Kurve, da habe ich wirklich verloren und der Rempler natürlich, ne? So, hier gibt Vollgas, DRS-mäßig. Was da geht, weiß ich nicht. Komm ich rum hier, aber geht besser. Hier habe ich mir eben, glaube ich, die Scheiße angeschlagen, ja. Okay, bin gut rausgekommen, aber zu langsam wahrscheinlich, ja. Ein bisschen auf Gas und schon wieder rum. Jetzt wird es richtig hier heikel. Da muss ich wirklich ein bisschen mehr bremsen. Hier verliere ich zu viel Zeit. Meine Fresse, ey. 6 Zehntel habe ich verloren. Also vom 13. plus in 4/5 Zehntel minus. Ich weiß nicht, wie die da rumpeitschen. Zumindest mal grün. Ja, jetzt ist gerade grün. Weiter, drück. Ja. Gut gemacht, diese Runde unterbietet unsere primäre Zielzeit. Weiter. Üben. Da habe ich jetzt 2 Zehntel plus. Und irgendwo verliere ich dann wieder. Ja, also ich weiß schon wo. Aber. Hier kommt es jetzt gleich. Boah, war das knapp. Trotzdem verliere ich.
hier auch wieder jetzt. Da komme ich irgendwie zu langsam rum. Da, wieder rot. Leck mich doch am Arsch. Mann, warum liegt's denn da? Es geht doch nicht schneller. Da wieder ein bisschen was rausgeholt. Komm, noch ein bisschen. Ja, fuck. Oh Mann. Abgeschlossen. Gute Arbeit. Hier zur Garage zurück. Sehen wir uns die Daten an. Oh Mann, ey. Mehr ist nicht drin, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin so schlecht. Kann ich. Ich bin so doof. Fuck. Ab zum Qualifying. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, Massa. Weiter. Elfter war ich, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich im Rennen was rausholen könnte. Okay. Gleich hin. Wir machen gleich das Qualifying. Ich alber da gar nicht lange rum. Nimm die Punkte mit, was ich kriege hier, was geht. Es ist später Abend hier in Singapur und es ist Qualifying-Zeit. Machen Sie es sich gemütlich. Okay. Eine Strecke zum Kotzen. Schnell raus. Ich nehme das so, wie es ist. Fliege eine Runde und hau und knall eine Runde raus und gucken, ob was wird. Schwer, das ist wirklich schwer, meiner Meinung nach. Das läuft ganz gut hier für mich. Wo ich nur noch so ängstlich bin, was die Kurven angeht, aber jetzt raus. Kommen wir gleich. Eine Runde und dann haben wir's. Schlecht, ne? Weiter. Oh, wieder zu viel gebremst. Egal, weiter. Ich nehme, was ich krieg. Weil die Reifen werden ja auch nicht besser. Obwohl mein Reifenmanagement beim letzten Mal auch komplett versagt hat, ne? Dachte ich, auf M bin ich der Schlaue und fahr durch, aber Pustekuchen. Aber jetzt kommt hier meine Horrorkurve. Boah, ist die eng. Ich weiß nicht, wo ich ihn nehmen soll. Noch weiter außen? Ich bin ja schon so knapp innen gefahren. Naja, egal, weiter. Tunnel. Knapp ohne Ende. Okay. Da habe ich irgendwas berührt. Scheiße. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Probier noch eine. Okay, jetzt glaube ich, hat sich erledigt, oder? Wenn es jetzt schon so kacke. Okay, wir nehmen das mal mit, was wir kriegen, bevor ich die Reifen wieder kaputt fahre. Gucken wir mal, was ich damit, ob ich damit anstinken kann. Gucken wir doch mal. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die richtig gut. Raikkonen, Bottas und Daniel Ricciardo. Fürs erste das war diesmal gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, Alter, wenn es ums Eingemachte geht. Na gut. Okay. Irgendwie habe ich es doch hingekriegt. Meine Ding
diese andere Geschichte war irgendwie scheiße. Die hat mich nervös gemacht mit der Zeit immer zu. Diesmal war die richtig gut. Ich hab die auch schon so... Die hat sich auch schon gut angefühlt. Ja, aber fahr das mal konstant, ne? So, Rivalität ist gewonnen. Das ist gut. Da verliere ich im zweiten Sektor, ne? Da bin ich zu langsam. Eine Sekunde fast. Ne, doch eine Sekunde. Weiß nicht, warum ich das da verliere. Keine Ahnung. Voicemail, was sagt sie denn, die Alte? Hey, Schabracke. Ich wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten. 15. oder 12. Mach's gut. Diesmal 11. Okay, letztes Mal war es 12. in Monza. Bin ich auch als 5. gestartet. Okay, Leute. Wir sehen uns. Nächste Folge geht's weiter. Bis dann. Ciao.